Cheers. Hi, wie geht's? Ich bin Kevin von Die Nerven, weil ich jetzt erst letztens den Elvis-Spielfilm gesehen habe und mich sehr auf den Weird Al Yankovic-Film freue, der bald erscheint, habe ich mich einfach mal heute für meine persönliche subjektive Liste an den Top 5 Musik-Biopics oder sagt man Biopics? Eben die halt, die Top 5 davon. Auf Platz 5 habe ich Lords of Chaos von 2018. Jonas Akerlunds Biopic über Øystein Aarseth, besser bekannt als Hieronymus von der Band Mayhem. Ist ein sehr, sehr schön finsterer Coming-of-Age-Film, halt über diese Serie an Black Metal, naja, Brandstiftungen und Morden, die sich da in Norwegen Anfang der 90er ereignet haben. Mir gefällt sehr die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, weil es halt so ein Coming-of-Age-Film ist über junge Leute, die irgendwie einfach die Kontrolle über ihr Handeln verlieren. Ist sehr zu empfehlen und insgesamt sehr, 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 sehr gelungene und sehr unterhaltsame Filmerfahrung. Auf Platz 4 habe ich den Film Sœur Cyria, die singende Nonne. Sœur Cyria, der Film, ist die Geschichte von Janine Decker, besser bekannt als Sœur Cyria oder The Singing Nun, die im Kloster in Belgien den Song Dominique eigens komponiert hat und ihn dann auch aufnehmen durfte für das Philips-Label und damit dann im Winter 63 einen internationalen Welthit gelandet hat und auch Nummer 1 in den USA war, worauf sie kurz darauf dann leider auch so professionelle und private Schicksalsschläge hinnehmen musste. Ist auf jeden Fall kein Feel-Good-Movie, aber sehr zu empfehlen, weil mich die Geschichte immer sehr bewegt hat. Auf Platz 3 auch so ein Film, den ich seit meiner Kindheit sehr, sehr liebe, nämlich La Bamba, die Story über Ritchie Valens. Ritchie Valens ist ein 50er Jahre Rock'n'Roll-Star, der aus prekären Verhältnissen sich im Alter von 16, 17 dann auch zu einem Nummer 1 Artist entwickelt hat und dann leider im Alter von 17 auch bei einem Flugzeugabsturz zusammen mit Buddy Holly und The Big Bopper ums Leben kam. Und der Film behandelt sein kurzes Leben und seine professionelle Karriere und ist auch so ein Film, den ich immer wieder gucken kann. Auf Platz 2, da habe ich auch ein bisschen gehadert, ob das nicht vielleicht sogar meine 1 ist. Da habe ich das Brian Wilson Biopic Love and Mercy, also Brian Wilson von den Beach Boys. Der Film arbeitet sich an zwei ganz prägnanten Phasen in Brian Wilsons Leben ab, und zwar die Aufnahmen zum Pet Sounds Album und die Aufnahmen zum abgebrochenen Smile Album und später in den 80ern, wie dann Brian Wilson quasi sich von seinem abusive Psychotherapeuten quasi losreißt. Also Brian Wilson natürlich eins der größten Genies der Popgeschichte, und dieser Film durchleuchtet einfach, wie so die größte und schönste und wunderbarste Gabe, die man so, glaube ich, so haben kann, auch sich einfach auch zu einem kompletten Albtraum entwickeln kann, und auch super mitreißender Film und sehr zu empfehlen. Bevor ich zu meiner Nummer 1 komme, mache ich noch zwei kleine Honorable Mentions, und zwar den Zweiteiler über die Jackson 5 und die Jackson Family. Der Film heißt Die Jacksons, ein amerikanischer Traum von 1992. Da haben die einen sagenhaft guten 10-jährigen Michael Jackson besetzt, der auch selber singt, Jason Weaver, grandios. Und auch den Film Backbeat möchte ich noch erwähnen, über die Zeit der Beatles in Hamburg, der ist von 1994. Okay, kommen wir zu meiner Nummer 1. Eigentlich ist es eine obvious choice und ich habe mich für Control entschieden, das Ian Curtis Joy Division Biopic. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, weil es gibt, glaube ich, keinen anderen Musikfilm, der wirklich so die Essenz ästhetisch und die Stimmung von einer Band so einfängt wie der Film. Und da muss ich eigentlich gar nicht arg viel zu sagen. Wie ihr gemerkt habt, ich bin jetzt nicht der größte Filmbuff, aber ich schaue mir echt immer gern alles an. Musikbiopics, Dokus, ich kriege da nie genug von. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.